Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Equestrian The Horse Game. Und wir haben mal wieder ein bisschen was zu tun. Ihr seht gerade, meine Pferde hier werden fleißig gelevelt. Wir haben ja noch M und Achilles. Wir müssen mal gerade gucken, wer von beiden da ein bisschen mehr Zuwendung braucht. Denn wir möchten ja endlich ein bisschen weiterkommen im höheren Sprungbereich. Da sind wir momentan noch ein bisschen festgefahren. Wir gucken mal gerade. Die gute M. Aber die hat ja noch ordentlich Potenzial. Also M ist richtig gut vom Potenzial noch her. Okay, also Achilles braucht nur Jump. Und zwar ohne Ende Jump. Also wir könnten theoretisch gucken, dass wir Achilles... Wir nehmen gerade mal Achilles noch im Jump-Bereich ins Training und machen mal mit ihm mal... What? Das wollte ich gar nicht. No. Machen wir mal den Trail-Ritt bei mit Achilles und machen da dann aber wirklich hier nur das Jumpen. Dass wir ihn so ein bisschen dazu bringen, dass er im Jump besser wird, weil da ist er momentan noch nicht so gut. Hep. Speed nehmen wir dann für M. Ich glaube, wir sollten das andere auch alles für M eher nehmen. So. Ich habe übrigens mal das neue T-Shirt angezogen. Ich glaube, wir müssen insgesamt 7 Sprünge machen oder sowas war das am Ende dann. Das wird schauen, dass wir Achilles auf das Niveau von Linus bekommen. Das wäre halt wichtig. Also ich bin übrigens gespannt, es müsste theoretisch in einem der nächsten Updates, also heute kam schon ein Update, aber ich habe nicht genau gesehen, was das überhaupt war, weil irgendwie wurde alles zwar runtergeladen, aber da stand nichts. Achtung, böser Busch. Aber Achilles ist tatsächlich recht gut vom Angstfaktor her. So. Ich finde, ich mag diesen Bereich hier mit am meisten. Der gefällt mir, der ist echt mega schön idyllisch von der Art her. Aber das ist so mein Favorite. So, nee, Achilles macht sich wirklich gut als. Oh. Och, ich dachte gerade, ich falle runter. Naja, wir müssen mal schauen, dass wir, wie wir dann abschneiden bei den aktuellen Rennen. Oh, ich dachte, ich habe rechtzeitig hochgezogen. Ja, wir müssen dann gleich nochmal testen, dass wir auch Achilles höher bekommen. Wow. Warum bin ich jetzt... Ach so. Ja, Achilles ist ein bisschen von der Kondition her auch schlechter. Da müssen wir bei den... Wir dürfen nicht die ganze Zeit so im Galopp raushauen. So, jetzt haben wir gleich den Novice-Bereich fertig. Nice, also jetzt nur noch die 6 Sprünge von Intermediate, dann sind wir nämlich damit durch. Theoretisch müsste nämlich auch der neue Season Pass ziemlich schnell kommen, der steht eigentlich vor der Tür. Ah,
Ja, das habe ich schon mal gemerkt, wenn man diese Sprünge, auch wenn sie keine Links-Rechts-Begrenzung haben, so anreitet, als wäre man stark am Rand, dann reitet man da trotzdem wogegen. Das hatte ich auch schon mal gemerkt. So. Noch drei. Und sehr nice. Mach's dich gut, Achilles, hier. Weg von dem bösen Busch. Ah. So, jetzt haben wir noch den einen Sprung und dann sind wir nämlich auch damit mit dem Training schon durch. What? Aber das verstehe ich jetzt nicht, warum wir da gescheitert sind. Passt. So, wir haben das Jumping komplett durch, glaube ich. Ja, perfekt. Dann einmal zurück vom Trailritt. Und schon haben wir nämlich ein bisschen mehr auf Jump. Oh, achso, ich wollte gerade sagen, wieso haben wir denn. Wow, Turnability haben wir auch noch direkt bekommen. Das war doch auf jeden Fall ein erfolgreicher Trailritt. Müssen wir mal gucken, dass wir immer ein bisschen den Season Pass vorantreiben. Müssen wir mal generell mal gucken, ob sich noch irgendwas lohnt, gerade mal mitzunehmen aus dem Season Pass, weil der wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen, dass es sich lohnt, ihn zu holen, vor allem nicht bis zum Ende. Schauen wir doch mal. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles dabei? Naja, der andere Helm bei 26. Ja, eher nicht so. Also es ist eher nicht so was Sinnvolles noch dabei. Dann schauen wir doch mal. Wir könnten. Wie weit sind wir denn hier? Kann hier Achilles schon rein? Achilles, oh Gott, der ist ja noch ganz am Anfang. Da ist ja nur Linus oben drin. Dann müssen wir tatsächlich nochmal gucken, dass wir mit Achilles ein bisschen erstmal. Wie, ich bin mit Achilles noch gar nicht gesprungen? Achilles ist doch komplett auf Null? Was habe ich denn da gemacht? Habe ich den bisher nur trainiert? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ja, erstes Sprungtraining für Achilles. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut, der Gute. So. Und das wollte ich mich auch mal gerade mal testen. Also er hat auch eine ganz gute Wendigkeit. Ja. Macht sich doch ganz gut. Hier, meinst du hier einfach die Zeiten, diese 31er-Zeiten, sind die echt legit? Uff. So, wir müssen aber nochmal ein bisschen. Wir probieren das einfach nochmal mit Linus aus. Ob wir mit, wie wir es mit Linus jetzt machen hier. 1,55 als Zeitlimit. Oh je, meine. Es ist schon heftig. Ah, diese Sprünge hier, die sind so krass. Vor allem ist auch noch 12 einfach. Ah, da bin ich nicht gut genug rangekommen. No! Hier haben wir doch schon deutlich besser abgeschnitten, Linus. Ah, da bin ich ein bisschen zu schräg angeritten. Oh je. Also ich habe das Gefühl,
dass es hier mit Linus so langsam, aber sicher zu schwer wird von den Höhen der Sprünge. Also er schafft einen Teil der Sprünge, aber eben nur einen Teil. So, die sahen jetzt ganz gut aus, aber gerade die ein bisschen, den haben wir auch geschafft. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus wiederum. Wow. Wow. Also, der Anfang war so unser Schwachpunkt. Was waren das denn für Sprünge? Ja, ihr seht es gerade selber. Also, die ersten waren halt so ein bisschen das Problem. Gerade so die ersten vier. Aber Linus kommt voran. Müssen halt aber eher gucken, dass wir wirklich so ein bisschen schauen, was Linus an Springen hatte. Und dass wir halt wirklich Achilles auf den Bereich hochbringen. Achilles. Und das sollten so unsere Springpferde werden, weil ich glaube, die hatten beide deutlich mehr auf Springen und dürften da eher das Ganze leichter haben als Linus. Linus ist halt noch wirklich, das Lustige ist, Linus ist das letzte Pferd, was wir im Stall haben, was noch aus dem letzten Schlag einfach kommt, was sozusagen aus der schlechten Reihe kommt, aber weil Linus einfach so gut war von den ganzen Werten, wie er verteilt war, hat halt Linus trotzdem noch bei den deutlich stärkeren Pferden hier eine Möglichkeit gehabt mitzuhalten. Ja, es ist schon eigentlich ziemlich krass, wenn man auch vor allem bedenkt, wie gut M und Achilles sind von der ganzen Art her und wie gut trotzdem sich Linus noch schlägt. Da war jetzt schon 2 Sekunden schneller. Ja. Ja, also ich werde jetzt dann gucken, dass wir Achilles hochbringen. Wir gucken mal gerade noch. Dass wir gerade mal den Vergleich haben vom Springen her. Was hat der Linus auf Springen und was haben M und Achilles? Was ist von beiden das bessere Pferd, was wir jetzt eher nehmen sollten? Also M ist ja schon auf 4. Und Achilles ist bald auf 4. Wir haben hier den guten Linus. Unser 3, ich glaube 57er Pferd. Ja, nee, 375. Hatte 52 auf Springen. Und 35 auf Speed. 52 tatsächlich. Und genau, also M dürfte da noch ein ganz schönes Stück mehr haben. Aber M muss auf jeden Fall trainiert werden. Und Achilles. Ja, Achilles hat auch definitiv mehr. Aber ja, beide haben sie aktuell noch weniger als Linus. Brauchen also wirklich beide noch ihren Power Boost ein bisschen. 52 war das, glaube ich, auf Springen. Also ist er hier noch 6 Punkte zu schwach. Ja gut, müssen wir mal gucken, dass wir dann die Sprünge so langsam ein bisschen nach oben bekommen. Aber dann sage ich jetzt definitiv mal danke fürs Zuschauen. Und ich werde jetzt dann gleich noch ein bisschen mit M trainieren. Denn M kriegt ja noch ihr Speed-Training, während die anderen Pferde alle so ein bisschen weiter leveln. Gehe ich jetzt dann noch auf den Trail-Ritt mit der guten M, damit sie nur sagen noch ihren Speed Boost für heute dazu bekommen. Das hat ihr Speed Training. Deswegen denke ich mal, mache ich jetzt noch mit der guten M, nehme ich einmal die Kanter-Sache. Jump könnte sie auch machen. Hup. Ich dachte eigentlich, das kann ich nur einmal machen am Tag. Gut, dann nehme ich dann doch die Kanter-Sache raus und mache bei ihr nämlich auch nochmal den Speed-Bereich. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, trainiere jetzt noch M und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Hardware's turned the good into the bad. We are all dependent on our future. Reason burns right through worry mind. Something else that sets the stakes can never blame a heart that makes the choice to do the best of what we find. If we could see through.